Der Wald. Seine große Bedeutung für den Menschen besteht aus dem wirtschaftlichen Nutzen, der Sicherung der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität. Aber der Wald ist gefährdet. Viele Einflussfaktoren wie Abgase, Grundwasserabsenkungen und Bodenschäden bringen erhebliche Probleme. Besonders der Einsatz von zu schweren Maschinen mit bodenschädigenden Antriebssystemen führt zu weiteren Zerstörungen. Dabei gibt es heute eine wesentlich bessere Alternative. Der MB-Truck Forstschlepper. Daimler-Benz und Werner haben in langjähriger Zusammenarbeit ein breites und leistungsstarkes Forstmaschinenprogramm entwickelt, das heute in Europa als einzigartig gilt. Welche Kriterien machen den Forst MB-Truck so überlegen? Unter anderem sind das seine ideale Gewichtsverteilung von 60% vorn und 40% hinten. Extreme Verwindungsfähigkeit durch den elastischen Stahlrahmen und hohe Bodenfreiheit durch die gefederte Portalachse. Allradantrieb über vier gleich große Räder und Differentialsperren in beiden Achsen gewährleisten hohe Zugleistung bei geringstem Schlupf. Die mittig angeordnete Sicherheitskabine bietet höchsten Komfort mit übersichtlichen Instrumenten und ergonomisch angeordneten Bedienungshebeln. Der Einstieg erfolgt über breite, rutschsichere Stufen. Die Verwendung von dauererprobten Großserienaggregaten gewährleistet hohe Einsatzsicherheit und Lebensdauer sowie schnelle und preisgünstige Verfügbarkeit bei Ersatzbedarf. Die Summe dieser Merkmale machen den MB-Truck zu einer überlegenen Basismaschine für den Forsteinsatz. Anbau- und Antriebsmöglichkeiten vorn, in der Mitte und hinten sind Voraussetzung für die Ausstattung mit leistungsfähigen Forstgeräten. Seit 25 Jahren werden bei Werner Forstgeräte ausschließlich für die Daimler-Benz-Produkte aus Gaggenau entwickelt, erprobt und gefertigt. Die Forderungen aus der forstlichen Praxis werden hier konsequent in leistungsfähige Technik umgesetzt. Ein Schwerpunkt bei der Holzernte ist die Schwachholzbringung. Ganz entscheidend für den wirtschaftlichen und bestandsschonenden Einsatz von Maschinen ist die Anlage von Rückegassen. Mit der Werner Lastbildungseinheit in Ein- oder Zweimastausführung auf dem MB-Truck wird Schwachholz vorgeliefert. Abhängig von der weiteren Aufarbeitung geschieht dies entweder recht- oder spitzwinklig zur Rückegasse. Der hohe und in der Fahrzeuglängsachse elektrohydraulisch verstellbare Seileinlauf ermöglicht eine leichte sowie sichere Lastbildung. Und die Zukunftsbäume werden hierbei geschont. Übrigens, alle Funktionen sind über Funk zu steuern. Darüber hinaus wird beim integrierten Arbeitsverfahren der Waldarbeiter bei seiner Arbeit unterstützt. Für Arbeiten am Hang kann die Lastbildungseinheit zum Seilkran ausgebaut werden. Der rationelle und schonende Weitertransport von der Rückegasse zum Aufarbeitungsplatz erfolgt kostengünstig mit dem Rückezangenschlepper.
Diese Einheit hat sich hervorragend bewährt, weil auch bei stärkeren Sortimenten hohe Rückeleistungen erzielt werden. Der Schwenkbereich der Rückezange von 180 Grad und das hydraulische Schubstück verbessern sowohl die Lastbildung als auch die Arbeitsleistung am Polderplatz entscheidend. Der Fahrersitz des Rückezangenschleppers ist begrenzt drehbar und die Bedienung der Rückezange erfolgt beidseitig über zwei für den Fahrer ergonomisch günstig angeordnete Ventilblöcke. Durch den Einbau einer Rückewinde mit 6200 Kilopond Zugkraft und einer Bergstütze wird diese Einheit zu einem universellen, leistungsstarken Rückeschlepper. Stammholz, das zu weit von der Rückelinie entfernt liegt oder sich auf nicht befahrbaren Flächen befindet, wird in Seilarbeit gerückt. Die elektropneumatisch gesteuerte Doppeltrommelwinde wird vom Fahrer über die Funkfernsteuerung betätigt. Auf der Rückelinie wird das Stammholz auf der Tragbergstütze aufgesattelt und im direkten Zug zum Polderplatz gebracht. Der MB-Trag ist mit der Ausrüstung Doppeltrommelwinde, Tragbergstütze und Frontpolderschwinge eine äußerst leistungsfähige Rückemaschine. Alle Geräte sind in enger Zusammenarbeit mit Rückeunternehmen und Instituten entwickelt worden. Durch diese wichtigen Voraussetzungen lassen sich mit dem Forst-MB-Trag besonders auch bei der Starkholzbringung hohe Schlagkraft und Wirtschaftlichkeit erreichen. Wenn es um das Rücken schwersten Stammholzes geht, dann bewältigt dies der MB-Trag 1000 mit seinen hohen Kraftreserven. Die neuen, leistungsoptimierten und äußerst kraftstoffsparenden Motoren tragen hierzu wesentlich bei. Auch am Polderplatz muss saubere und präzise Arbeit geleistet werden. Hierzu gibt es für alle Anforderungen spezielle Frontpoldereinrichtungen. Für Seilzugarbeiten am Steilhang stehen Doppeltrommelwinden wahlweise mit 6200 oder 10.000 Kilopond Zugkraft zur Verfügung. Hierbei ist die Standsicherheit des MB-Trag von ausschlaggebender Bedeutung. Sie wird durch die großdimensionierte Bergstütze gewährleistet. Für diese Verfahren können Seillängen bis 140 Meter Länge angeboten werden. Bei der Holzernte im Laubwald ist die Ganzbaumbringung an den Aufarbeitungsplatz eine wirtschaftliche Lösung. Große Lasten werden in einem Zug bewegt. Nach dem Einschnitt in die einzelnen Sortimente setzt der MB-Trag mit Rückezange die Arbeitskette fort. Hierbei wird durch schnelles Aufnehmen, zügige Fahrt und einfaches Ablegen der Stammteile durch Ausschwenken der Rückezange höchste Sortierleistung erreicht.
Im Gegensatz zur Seilwindenarbeit werden mit der Stammholzrückezange Beschädigungen des Bestandes weitestgehend vermieden. Außerdem entfällt der sonst übliche, zeitaufwendige Lastbildungsvorgang beim Zusammenziehen der einzelnen Stämme. Durch die Einführung der Rückezange konnte in den letzten Jahren ein erheblicher Rationalisierungseffekt bei der Holzbringung erzielt werden. Alle aufgezeigten Einsatzmöglichkeiten in den Bereichen der Holzernte dokumentieren die hohe Schlagkraft des Forst-MB-Truck. Sein Qualitätsstandard resultiert nicht nur aus seinen einzigartigen technischen Merkmalen, sondern auch aus den beispielhaften Betreuungsleistungen. Das umfangreiche Servicepaket der MB-Truck-Vertriebspartner garantiert hohe Wirtschaftlichkeit durch ständige Einsatzbereitschaft. Dabei ist nicht nur die Werkstattleistung entscheidend, sondern ganz besonders die Beratung vor und nach dem Kauf. Denn solche wichtigen Fragen wie die Wahl der Bereifung, zum Beispiel Standardreifen oder Niederquerschnittsreifen in 500 oder 600 mm Breite, müssen sorgfältig geklärt werden. Oder wenn es um die zusätzliche Maschinenauslastung mit anderen Geräten im Front- oder Heckanbau geht. Einsatzvielfalt und Wirtschaftlichkeit haben den MB-Truck zum meistgekauften Forstschlepper gemacht. Für alle Anforderungen steht ein breites Programm mit insgesamt 8 Grundtypen im Leistungsbereich von 68 bis 156 PS zur Verfügung. MB-Truck. Leistungsstark, zuverlässig, zukunftssicher. Im Vertrieb der Truck-Technik-Vertriebsgesellschaft.